So, ein wunderschönen herzlich willkommen zu Clicker Hero Let's Play Level, nein, Folge 15. So, sehr schön. Okay. Okay, wir haben weniger verdient, als wir bereits hatten. Lol. Ja, gut. Ja. Ich habe geschafft bis Level 2336. Holy shit. Okay, man merkt auch, ohne aktives Klicken, ohne Klick-Kombo, also alleine Idle, ne, macht halt absolut keinen Schaden mehr. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen so wenig, oder ja, deswegen so wenig Gold verdient, weil er wahrscheinlich während der gesamten Offline-Zeit, was ja, naja, mindestens 8 Stunden waren, ja, nee, mehr, 10 Stunden waren fast, keinen einzigen Gegner geschafft hat oder so, keine Ahnung. So, zuallererst mal das Ding, weil das auch so viel bringt. Dann gucken wir mal ganz kurz, wir machen erstmal hier weiter. Oha, Alter, selbst mit aktiven Klicken. Okay, die Zahl verändert sich immerhin. Ja, das ist schon. Und sie wird auch schneller. Oh, wow, wow. Macht richtig nice, so zu gucken, wie die immer schneller wird. Oha, 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 oha. Machen wir die andere mal auch nochmal rauf hier. Bumm, so. Dip, 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 dip. Na, ist doch Leichtigkeit. Das ist doch hier. Guck mal, wie das Fahrt aufnimmt hier. Wusavu, wusavi. So, okay, wir sind mittlerweile bei Astrea. Nice. Okay, noch ein Level können wir uns nicht leisten. Dann gucken wir mal. Nehmen wir mal das hier. Ja, das könnte fast reichen. So, dann gucken wir mal hier die Söldner. Die sind alle fertig. Sehr schön. Ja. E164 hat natürlich, wie gesagt, nichts gebracht. Deswegen diese Goldquest. Das ist alles hier weniger, als wir derzeit bereits haben. Also das bringt halt nichts im späteren Spielverlauf. Warum das so ist, ist eigentlich relativ kurz erklärt. Der gibt uns das Gold anhand dessen, was wir laut unserer derzeitigen Stärke so ungefähr an Gegnern besiegen könnten. Das Problem ist, wir verdienen an Gegnern derzeit viel mehr, als sie eigentlich wert sind. Erstens ist unsere Haupteinnahmequelle gar nicht mehr der normale Gegner, sondern die Chests, also diese Goldkisten, die ja viel mehr droppen. Dann haben wir die Goldkisten ja auch noch geskillt, dass wir noch mehr Gold bekommen von den Goldkisten. Das heißt, wir haben sowieso schon apostrophisch mehr Gold, als wir normalerweise verdienen würden. Das alles wird hier aber gar nicht berücksichtigt. Und des Weiteren ist es halt auch so, dass zum Beispiel durch solche Sachen wie das hier, ja, wir auch nochmal mehr Gold bekommen, was auch nicht berücksichtigt werden kann. Und dementsprechend, ja. So. Das heißt, du machst einfach mal das hier oder, ja, keine Ahnung, irgendwas, was halt sinnfrei ist. Eine wunderschöne Auswahl hier an Schwachsinn. Sehr schön. Oh, 15% Ruby geht doch. Hast du schon ein bisschen mehr? So. Der Träumchen. Oh Gott, was ist hier los? Ja, Qual der Wahl. Alles kacke. Nehmen wir mal dich hier. So. Wir haben ein neues Relikt bekommen. Was? Nein. 45% Golddrop, 12% 12 Sekunden für Clickstorm. Clickstorm war dieses langweilige. Ach, das hier. Naja, nee, brauchen wir nicht. Und 5%, also 55% für Hero Souls. Wobei das tatsächlich jetzt dazu gerechnet wird, weil normalerweise ist es ja so: bei Mogulis pro Level bekommst du 11%.
opferst aber dafür eine Heldenseele, wodurch du halt 10% verlierst. Das heißt, effektiv hast du halt nur 1% Gewinn. Was schon, ne? 1% von 10% ist immerhin eine Effektivität von 10%. Also, ne? Aber hier kriegen wir tatsächlich die 55, also die 11% pro Level einfach direkt dazu, weil wir hierfür keine Heldenseele bezahlen mussten. Egal, ist aber trotzdem Spaß. Also das Ding können wir verkaufen später irgendwann mal. Das Ding können wir auch verkaufen. Das Ding würde ich tatsächlich behalten. Das ist cool. Aber die anderen beiden können wir verkaufen. Die bringen gar nichts. Derzeit. So. Ah, guck mal. Jetzt geht der Balken schon, naja, ich würde nicht sagen schnell, aber ein Träumchen. Ich glaube, wir können direkt ascenden. So. Mal gucken. Wir wollen ja immer hier mindestens 10 weitere Levels kaufen und das kostet 1 in 9. Holy shit. Das könnten wir zwar machen, aber dann ist bereits die Hälfte weg. Außer wir geben ihm wieder nur 9 Level, dann ist er auf Level 28. Ja. Schönes Ding. Wo eigentlich müssten wir ihm jetzt 11 Level geben. Das heißt, 2E9 müssten wir ihm opfern. Und das ist einfach schon alles, was wir derzeit bekommen würden. Die Frage ist halt, schaffen wir es jetzt so noch zum nächsten Boss? Also, A, ist der nächste Boss ein Primal Boss? Ich warte noch bis zum nächsten Boss. Ich meine, gut, der wird auch nicht mehr viel reißen. Also wenn, dann wird er hier vielleicht das, also von 2,5 auf 2,7 heben. Maximum. Aber selbst das bezweifle ich. Das heißt, es lohnt sich wahrscheinlich eher so gar nicht. Schade. Ja, okay, komm, wir senden einfach. Kein Bock jetzt. So. Ruf da. So, dann tun wir mal gucken. Warum ist das so teuer? Oh. Ich traue mich kaum noch ein weiteres Level zu kaufen hier. Mache ich auch nicht. Lass ich erstmal so. So, das heißt, die anderen kriege ich maximal bis Level 15. 25 meine ich doch. Ist bei dem natürlich vorteilhaft, kann ich direkt hier ein Level kaufen. So. Haben wir noch mehr ganz teure? Ja, der hier. Ja, komm. So. Und hier unten noch einmal für Skill Cooldowns ist derzeit egal. Da gebe ich einen Scheiß drauf, könnt ihr mir mal glauben. So, was wichtiger ist, ist der Typ hier. Den will ich endlich mal auf mindestens Level 1000 haben. Bam, so ungefähr. Leck mich am Arsch. So. 20% pro Klick. Das ist krank. Das heißt, alle 5, die wir hier haben, wird es mal, wenn wir um 1 quasi stärker. Das heißt, wir haben derzeit eine Stärke von fast 1000-fach vom Normalwert. So, gucken wir mal. 10.000 würden 1E7 kosten. Das heißt, ich kaufe hier immer 9.000. Dann haben wir immer überall 10.000. Ganz ehrlich, ich kann dir mittlerweile auch fast auf Level 10.000 hieven. Das wäre dann 9.500.
So, gibt's noch irgendwas, was Sinn macht? Ha, nö, das hat eigentlich eher nicht so unbedingt. Gut, dann lassen wir das auch mal so. Übrigens werde ich jetzt erstmal nur eine Folge aufnehmen, weil danach ist halt erstmal wieder Real Life angesagt. Und wir wollen jetzt irgendwie versuchen, bei der Schule irgendwie so Fernunterricht zu ermöglichen, dass wir quasi uns in einem Online-Chat irgendwie treffen. Gucken, was da abgeht. Das heißt, bis zur nächsten Aufnahme wird ein bisschen Zeit vergehen. Ich werde also tatsächlich fast jetzt so machen, dass ich pro Tag drei Folgen aufnehme, eine jetzt ist es 7:30, denn na, so wie früher, eine so um ungefähr 2 Uhr, also um 14 Uhr und dann eine um 20 Uhr, dann habe ich wieder so 6 Stunden Unterschied und nach jeder Folge werde ich aber so machen, dass ich die aktuelle Ascension durchlaufen lassen werde, indem ich ihn einfach so lange klicken lasse, bis die Insta-Kill-Phase raus ist und dann einfach den Browser schließe. Das heißt, wir werden die Combo immer verlieren. Ja, genau. Alter, wir können hier direkt bis Frostief alles kaufen. Was ist denn hier los? Da ist ja illegalisiert. Give me my money. Dankeschön. So, alle Upgrades mit einmal kaufen. Kranke Scheiße. Das heißt, wir sind mittlerweile über dem Berg. Der nächste oder die nächste große Errungenschaft ist, dass wir alles mit einmal kaufen können. Ja. So, derzeit haben wir 80 Sekunden. Ja, aber immer noch 45. Also, ja, wie gesagt, das dauert ein bisschen bis das hier. Also, da brauchen wir, ich glaube, das werden wir im Let's Play auch gar nicht erreichen. Weil damit der hier wirklich die gleich lange Wirkzeit wie Cooldown-Zeit hat, das dauert. Und zwar nicht gerade kurz. So, was wir auf jeden Fall noch machen können, bevor ich es vergesse, ist hier die ganzen Guilds noch meinen netten Herrn Frostleaf geben. Alter, alles gelb. Läuft. Bumm, 229. Holy shit. Ja, das muss ich mal sagen. Wir haben mittlerweile ein echt ja, brauchbares Bild. Alter, keiner irgendwie was Sinnvolles hier. Ist doch bullshitisierend. Okay. Wisst ihr was hier? Komm, gib ihm einfach mal. Dann geht ein Autoklicker wieder hier rauf und dann haben wir soweit alles vorbereitet. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Der White. Können wir heute mal ein bisschen mitfighten hier? Today is White. Naja, wir werden halt nie so ausrichten, ne? Fight. Wow. Irgendwie hat die Folge auch so angefangen, kann das sein? Okay. Ich mach mal bei meiner Tablet-Version mal ein bisschen hier fighten. Ja. So, Clicker hier starten. Okay. 5, 4, nee, 4, 3, 2, 1, Buja! Für 10 Rubel normal kämpfen, weil es auch überhaupt was bringt. Ach, Herr Minächen. So, weg, Detaler. Das ist irgendwie so ein Bug. Wenn Clicker Heroes ein bisschen hängt, dann bleiben die Taler auch einfach in der Luft hängen. Egal, was passiert. Wobei schon die Frage, warum der überhaupt gerade hängt. Mache ich denn gerade im Hintergrund irgendwas? Nee, ne? Ja gut, ich lade hier ein paar Videos hoch. Aber das sollte jetzt nicht so sehr die CPU killen. So. Dann gucken wir mal. Du, 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 du.
So, einmal Autoklicker. Dann Gilde, Today's Raid und Fight. Overkill, 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 Overkill. Schön. Mal gucken, ob ich bei meiner Tablet-Version irgendwann schaffe, mit den Monstern, also mit diesen Bossen, hier meine Stärke einzuholen, dass ich bei diesen Immortal-Fights nicht immer Instakill habe. Also Overkill heißt es ja da. Mal gucken. So, Collect Reward. Naja, hier bringt es nicht allzu viel. Hier ja genau hier bei uns genau genommen ja auch nicht, weil ganz ehrlich, das ist auch das, weswegen ich das lange Zeit gar nicht gemacht habe und jetzt mit den Bossen hinterherhänge, weil ich es irgendwie bezweifle, dass das irgendwas bringt, weil, ich meine, wir können jetzt mal reinschauen, bumm, Today's Raid, wir bekommen 2 E8 an Hero Souls, nein, wir haben aber bereits 1 E9, das heißt, man spürt es zwar schon ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so überwältigend, dass man denkt, wow. Es ist, ne? Von daher, egal, wir machen es natürlich trotzdem. Haben wir jetzt fast 2 E9 wieder. Sehr schön. Genau, gestern haben wir ja eingesammelt. Ja. Ja, wie? Ach so, wir haben gestern 2 E8 Hero Souls eingesammelt. Na, wenn das stimmen würde, wären wir jetzt schon wesentlich weiter. Hurensohn. Ja. Okay. So, dann würde ich mal sagen, viel mehr gibt es jetzt auch nicht, was wir noch machen können. Unsere Söldner sind fleißig, auch wenn sie nutzlos sind, sind sie immerhin fleißig. Das muss man denen schon lassen. Ja, hier können wir so lange nicht. Was? Ach, da. Ah, okay. DPS per Klick-Kombo. Oh, mal wieder was Schönes. Gut, dann hängen wir den mal nach da. Dann haben wir hier links die beiden, die. Naja, ein bisschen. Das ist halt das, was ich meine, ne? Hier, es klingt halt wunderschön. 3 Level, ja. 3 Level von 2000 Level. Wow. Und das ist halt das, was ich meine. Das ist. Im späteren Spielverlauf, genau genommen, brauchen wir hierauf gar nicht mehr achten. Das ist useless. Es ist komplett, ja, kann man vergessen. Kannst du komplett vergessen. Okay, dann vergessen wir das auch mal. So, wie viele, oh genau, 50% Achievements. Nice. Ja, Beat 2200, die fährt, achso, ist wahrscheinlich die, Dixter Bumster. This isn't even the final form. Okay. Geile Sprüche. Gibt's da noch mehr? How can you own hamster be so hated through the land? He used to be the Kung Fu Master, but he really let himself go. Probably one too many pizzas. She's very angry that you've been smashed her babies. Ach so, ja, mit den Babys ist ja dieser komische Glibberhaufen da, dieser große Glibberhaufen, der da war. Und weil wir auch so gegen kleinere Glibberhaufen kämpfen als ganz normale Gegner, meint die wahrscheinlich das mit diesen Babys. Ja. Okay, interessant. Naja, eigentlich nicht wirklich. Na gut. Interessiert keinen. Gut, dann würde ich mal sagen, oh, Sonne kommt jetzt gerade raus. Ist gerade hell, Alter. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das damit auch? Dann schicke ich meinen Browser wieder in den Hintergrund. So, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann alsbald irgendwann mal, wenn es heißt, Ticker Hero wieder. Also ihr sowieso nicht, ihr seht ja sowieso relativ wahrscheinlich.
Wobei ich mal. Ich muss echt gucken. Wir haben jetzt schon 15 Folgen. Die Woche fängt heute eigentlich erst an. Heute ist erst Montag. Ich habe die vorherigen Folgen quasi schon viel zu früh aufgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich bleibe mit pro Folge, pro Tag 3 Folgen, heißt das, allein jetzt in den 5 Tagen habe ich 15 Folgen nochmal. Und ich werde wohl kaum an einem Sonntag 30 Folgen veröffentlichen. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich wirklich so machen, dass ich das als Puffer nutze und ich sage jetzt mal pro Sonntag vielleicht 8 Folgen oder vielleicht noch 10 Folgen veröffentliche. Oder genau 14 Folgen, habt ihr quasi pro Tag 2 Folgen, die ihr gucken könnt. Keine Ahnung. Wobei ich dann immer noch einen Puffer aufbauen würde, weil ich, ja eben, da müsste ich ja mindestens. Genau. Ich mache es einfach so, dass ich pro Tag 3 Folgen veröffentliche. Weil darauf werde ich mich ja hier auch jetzt einpendeln. Mit 3 Folgen pro Tag wieder aufnehmen. Das heißt, dann habe ich zwar jetzt einen festen Puffer von x Folgen, aber der Puffer wird zumindest nicht weiter ansteigen. Ja. Da machen wir das wahrscheinlich so, dass ich 3 Folgen, vielleicht auch am Anfang 4 Folgen veröffentliche, aber wir sagten später 3 Folgen pro Tag und dann gucken wir mal. Werdet ihr sehen, wie ich es mache. Habe noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Von daher, bis dahin, schau mit V.